Ich begrüße euch, Freunde, zur nächsten Folge von Formel 1 23 und heute geht es endlich mal los mit dem großen Preis von Las Vegas, wo ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Ich bin echt gespannt. Komischerweise, das Qualifying im Regen macht halt gar keinen Sinn. Mitten in der Wüste in Las Vegas einfach mal Regen. Naja, egal, wir haben gefühlt den einen Tag im Jahr erwischt bei unserem Rennwochenende. Ich bin echt gehypt, auf die Strecke endlich mal dort fahren zu können. Und ja, im letzten Part sind wir ja beim großen Preis von Brasilien unterwegs gewesen. Das war ein cooles Wochenende. Sprint, glaube ich, Platz 3 geholt und dann beim richtigen Rennen direkt an beiden Mercedes vorbeigezogen in der ersten Runde oder Anfang der zweiten. Es gab zwischendurch auch noch eine rote Flagge, war echt sehr, sehr interessant. Nach dem rote Flagge Restart bin ich dann eben sehr schön an beiden Mercedes vorbeigezogen. War ein super Wochenende, hat echt Spaß gemacht, auch gegen Russell, gegen Hamilton. Hat echt vom Schwierigkeitsgrad her somit am meisten bisher Spaß gemacht, weil die Mercedes waren halt schon sehr, sehr knackig in Qualifying schneller als ich, aber beim Rennen waren wir ein bisschen schneller. Und jetzt geht's eben los mit Las Vegas. Dürfte, glaube ich, alles passen. Bei der KI, glaube ich, gehe ich aber erstmal ein, zwei Punkte runter, so auf 89, weil bei einer neuen Strecke weiß ich halt selbst noch nicht, wie ich da genau alles angehen soll. Okay, jetzt sind wir auf der Strecke. Ganz schön viele Lichter. Sieht schon ganz cool aus. Ist ja eben mitten in der Stadt das Ganze. Die lange Gerade erinnert auf jeden Fall an Baku so ein bisschen. Wir fahren hier schon 350 km/h. Das ERS-Management als erstes Programm. Hier die Start-Zielgerade ist anscheinend hier mit einem Linksknick und da ist die Startaufstellung quasi. Oi, okay, perfekt. Boah, okay. Boah, das sieht ja cool aus, diese große Kugel da hinten in Las Vegas. Hier mitten in der Stadt, da sind auch die ganzen Hotels natürlich. Ich weiß gar nicht, welches das jetzt gerade war. Die ganzen Bremspunkte sind halt extrem ungewohnt erstmal hier. Boah, die Gerade hier ist ja auch richtig lange. Also, es gibt, glaube ich, schon einige sehr, sehr gute Überholchancen bei dieser Strecke. Das erinnert mich ein bisschen an Saudi-Arabien, diese Kurve. So lang gezogen wie am Anfang vom zweiten Sektor. Also diese Kurve, die ist echt komisch. Muss man mega eng anfahren, um die überhaupt noch gut zu erwischen, weil jetzt war ich auch wieder mal neben der Strecke. Genauso wie hier. Also die Sektion ist echt sehr, sehr komisch. Also irgendwie durch ein Wunder habe ich es trotzdem geschafft, im grünen Bereich diese Runde abzuschließen. Normalerweise ist es locker machbar, das Ganze im Leaderbereich zu schaffen. Aber ich würde sagen, ich mache weiter mit dem nächsten Programm. Das nächste Programm ist das Qualifying-Tempo. Jetzt geht es los. Die letzte Kurve erinnert mich so ein bisschen an NASCAR oder IndyCar irgendwie. Ein paar Stellen, die mir nicht ganz gefallen, sind halt da diese engen Kurven. Aber sonst ist die Strecke schon ganz interessant. Ich bin echt gespannt, wie die KI da im Rennen fahren wird. Ob man gut überholen kann oder ob die auch gut überholen können, natürlich auch immer wichtig. Ah, die Kurve halbwegs mal gut bekommen. Ja, okay. Doch nicht gut, sondern mit dem Totalschaden. Ich habe gedacht, ich bekomme die jetzt diesmal. Dann war ich doch im Kurvenausgang zu nahe an der Wand. Boah, im Windschatten von Ocon mache ich sehr viel Zeit gut gerade. Über 3/4 im Windschatten. Alter, also da merkt man, der Windschatten-Effekt ist sehr stark. Ach komm, macht uns der Teamkollege jetzt keinen Platz. Ja, geil, Alter. Boah, jetzt hier versuchen ein Manöver außenrum. Okay, das ist schon mal eine gute Übung für das Rennen. Ja, mit Berührung. Naja, egal. Ich würde sagen, ich mache weiter mit dem Qualifying. Okay, wir sind komischerweise Erster und Zweiter mit Alpine. Keine Ahnung, wie das jetzt kommt. Ja, wir haben tatsächlich Full-Wettbedingungen im Qualifying hier und das wird sich auch nicht ändern. Also das wird interessant. Boah, ey, die Strecke ist ja wirklich komplett nass. Sehr, sehr komisch. Genau in Las Vegas haben wir plötzlich den größten Regen gefühlt in der ganzen Saison. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die Strecke jetzt fährt. Sieht aber natürlich nochmal geiler aus. Nicht nur im Dunkeln, sondern auch noch mit Regen hier zu fahren. Okay, den Bremspunkt erstmal komplett verpasst. Ja, das ist echt nochmal eine Herausforderung. Nicht nur die neue Strecke an sich, sondern dazu auch noch Regenwetter. Ja, die Runde war aber sogar ganz gut. Wir sind der Schnellste mit der 1.48.3. Ich habe halt echt viele Rückblenden benutzen müssen, aber krass, dass wir damit der Schnellste sind. Erste Session zu Ende. Ich glaube, wir haben es auf Platz 1 geschafft, komischerweise. Ah, ne, doch nicht. Weil nochmal besseres Wetter geworden ist. Intermediates nur noch. Wir wurden doch noch Achter, also ich bin zufrieden. Ich hatte echt noch Angst, dass sie sich noch alle verbessern könnten. Aber hat gepasst. Ocon ist Zweiter. Jetzt in der zweiten Session. Wir haben jetzt auch die Intermediates drauf. Das müsste deutlich einfacher zu fahren sein, jetzt anstelle der Full Wets. Oh, das war eng. Bekomme ich die Kurve noch? Nee. Ey, aber wirklich diese Kurve, ich bekomme die kein einziges Mal ordentlich hin. Trotzdem Purple hier im zweiten Sektor. Ey, das ist genauso schlimm.
Ach, ey, also im Regen macht die Strecke wirklich echt keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Das ist echt bescheuert. Damit die Runde geschafft, war stark 1:42.3 und damit über eine Sekunde, glaube ich, vor Ocon. Alter. Okay, ich glaube, wir müssen aber nochmal raus, weil die Trockenreifen werden immer besser, je länger es geht. Weil genau, jetzt sind die nassen Reifen noch ein bisschen besser, aber nicht mehr allzu viel. Also ich denke, mit Soft werde ich nochmal raus. Ich weiß nicht, was sich die KI gedacht hat. Die fahren alle mit Intermediates, während wir schlauerweise die Soft drauf haben. Das sollte uns auf jeden Fall locker jetzt in die nächste Session bringen. Rechtzeitig über die Linie kommen wir auf jeden Fall noch. Noch knappe 20 Sekunden. Boah, immer noch relativ rutschig, aber deutlich schneller mit den Soft im Vergleich zu den Intermediates. Wir müssen nicht mehr zu Ende fahren, weil jeder ist in der Boxengasse. Also ich würde sagen, dann beende ich die Session einfach und spare den Reifensatz noch so ein bisschen. Jetzt geht es los im Trockenen in der dritten Session. Also echt krass, jedes Regenwetter jetzt quasi mitgenommen. Im Qualifying Full Wet Intermediates und jetzt doch wieder ganz trocken. Dritter Sektor ist, glaube ich, unsere Stärke. Ah, Quersteher. Aber der zweite war auch ganz gut. Wir waren nah dran an Sainz, also mindestens Sechster. Sollte es, glaube ich, schon mal werden in der ersten Runde. Aber trotzdem noch nicht wirklich gut. Und damit sind wir Fünfter hinter Esteban Ocon. Aber was auffällt, vor allem im ersten Sektor ist der Alpine viel schlechter. Wir sind gleich schnell wie Ocon, aber ihm fehlen 6 Zehntel auf Russell, 1/2 Sekunde auf Perez. Also der erste Sektor liegt uns echt nicht. Oh, hier später gebremst, direkt 3 2 Zehntel rausgeholt, okay. Das war wichtig. Ach ey, diese Kurve, ach Gott. Ja super, gibt die Verwarnung, aber damit alles weggeworfen, was ich rausgeholt habe. Am Ende bleibt nur noch 1 Zehntel übrig aus dem ersten Sektor. Der zweite war viel besser bei der Stelle und damit aktuell 1/2 Sekunde besser. Komm. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Boah, das war ganz gut, glaube ich. Ach komm, wieder der Quersteher. Das kann nicht sein. Dadurch locker wieder 1 Zehntel verschenkt, aber egal, wir sind deutlich besser. Ocon verbessert sich auch, 7 8 Zehntel und wir kommen mit 6 Zehntel, sind Zweiter, aber Leclerc schlägt uns direkt, Alter. Russell fährt die schnellste Runde auf Pole. Und damit war es das wahrscheinlich mit dem Qualifying leider. Come on, die Runde geht vielleicht noch ein bisschen was. Oh, da habe ich 3 Zehntel rausgeholt, Alter. Also da merkt man, da geht eigentlich noch einiges. Boah, das war sehr, sehr eng und damit ein bisschen Zeit verloren. Jawohl, kleinerer Quersteher als vorher, aber das Ding ist eher, es geht, glaube ich, leer. Nein, wir sind nochmal schneller, fast 2 Zehntel. Aber die Batterie wird leicht leer, wobei das geht noch. 1 Zehntel habe ich immerhin noch. Da wäre echt noch mehr drin gewesen. Am Ende 5. Bisschen schade, also so 3 Zehntel hätte ich schon noch schaffen können. Und damit vielleicht sogar die Pole holen können. Schade, aber war echt ein cooles Qualifying. Hat Spaß gemacht. Ja, tatsächlich. Also wir sind 5. 3 Zehntel fehlen auf die Pole. Echt schade, weil ich glaube, das wäre schon machbar gewesen. Immerhin nochmal Leclerc besiegt. Ocon ist 4. Bisschen schade halt am Ende, weil da schon ein bisschen mehr drin gewesen ist. Las Vegas. Für die Formel 1 heißt es, willkommen zurück in Las Vegas. Das Rennen findet nicht wie damals in den 80ern auf dem Parkplatz des Caesar Palace statt, sondern direkt auf den Straßen. Heute Abend fahren wir unter den hellen Lichtern von Las Vegas. 6,12 Kilometer unter dem Sternenhimmel von Nevada und Tausenden von Neonlichtern. Volle Konzentration auf die 17 Kurven und 2 DRS-Zonen und die vielen Sehenswürdigkeiten. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Sieg. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres. Oh, da ist die Fahrerwertung sehr, sehr eng aktuell zwischen Hamilton, Verstappen. Aber Hamilton startet wieder mal von der Pole. Wir starten von P4, also irgendjemand hat anscheinend Strafplätze. Und damit legen wir los. Ich weiß nicht genau, wer eine Strafe hat. Ich schaue nochmal lieber rein. Okay, das müsste dann anscheinend der Carlos Sainz sein. Genau, der ist nur noch 13.
Ja, damit let's go. Großer Preis von Las Vegas. Bin gespannt. Wieder mal Mercedes gegen Alpine am Start. Und ich glaube, von der Pace ist heute einiges wieder mal möglich. Vielleicht sogar der Sieg. Boah, wir kommen sehr, sehr gut weg an Ocon und an Russell erstmal vorbei. In die erste Kurve rein, gab die kleine Berührung mit Russell. Wir haben leichten Wheelspin leider. Und da ist Esteban Ocon neben uns. Oh, das ist echt dumm. Ja, super. Ja, der Teamkollege kommt da halt wieder vorbei, aber bringt ihm wahrscheinlich nicht viel. Jetzt habe ich Windschatten. Ey, das ist so unnötig gerade, dieser Fight. Ja, jetzt kommt Russell wahrscheinlich an uns wieder vorbei. Ja, Russell kommt hier innen wirklich durch. Ey, Mann, das kann doch nicht sein. Wir hatten so einen guten Start, waren Zweiter. Ja, unser Problem ist gerade, dass wir halt die Mediums haben. Alle anderen haben Soft und damit die besseren Reifen zum Start. Komme ich kaum hinterher bei Russell und Ocon. Ey, jetzt kommt der Nächste vorbei. Perez oder was? Ach, komm. Das kann doch nicht sein. Ich habe gedacht, wir waren super nach dem Qualifying in einer guten Ausgangslage. Aber jeder kommt vorbei, weil die einfach Soft haben und damit viel bessere Reifen. Wenigstens Perez abgewehrt, aber Russell und Ocon sind schon so weit weg, Alter. Weil jetzt kann ich halt Russell und Ocon echt vergessen, da dran zu bleiben. Oh oh, Russell und Ocon fahren nebeneinander. Damit komme ich wenigstens wieder ran an die beiden, aber das hat sehr viel Zeit gekostet gegen Hamilton. Der damit schon mal echt eine gute Ausgangslage für den Sieg natürlich hat. Okay, DRS haben wir mit ganz viel Glück, weil hat wie gesagt Russell und Ocon sich eh aufgehalten haben. Oh, Russell kommt an Ocon vorbei. Wir haben wenigstens auch noch DRS mitgenommen. Das ist halt echt mega wichtig jetzt gerade im Kampf da mit den beiden. Sonst wären die schon echt weit weg und damit halt auch Lewis Hamilton. Jetzt bin ich gut dran an Ocon. Ey, diese Quersteher, jedes Mal am Kurvenausgang. Weil ohne den hätte ich, glaube ich, schon an Ocon dran sein können und vorbeiziehen können hier. Und jetzt kommt nochmal Ocon an Russell vorbei. Also hier kann man echt leicht überholen anscheinend. Immer noch gut dran an Russell und Ocon. Das ist super, solange die eben die Soft haben. Und mittlerweile sollte der Vorteil von denen auch nicht mehr so groß sein. Jetzt wieder mal der Konter. Russell, Ocon, also wirklich schon das dritte Mal in Folge, dass die sich hier gegenseitig überholen. Russell, Ocon die ganze Zeit eine Runde nach der anderen. Und Hamilton ist auch nicht mehr weit weg. Weil das DRS bringt anscheinend echt viel. Boah, was soll ich da jetzt machen? Russell, Ocon, ich gehe außen rum. Boah, nee, da musste ich vom Gas gehen. Das wäre zu riskant gewesen. Gegen Ocon jetzt hier innen rein. Wie in der Startphase. Und wir kommen am Kollegen vorbei. Sehr schön. Damit sind wir Dritter. Und Hamilton nicht weit weg. 1,4 Sekunden. Komm jetzt hier gegen Russell. Nee, okay. Gelbe Flagge. Gerade mal 2 Zehntel hinter ihm. Und dann kommt ja auch schon DRS da vorne. Und Windschatten. Und wir sind schon vor der Zone fast vorbei. Und damit übernehmen wir den zweiten Platz vor George Russell. Sehr stark. Jetzt aber am besten noch direkt den Anschluss an Hamilton schaffen. Auf die Sekunde rankommen. Und dann habe ich da auch schon DRS. Ocon kommt auch vorbei. Krass. Doppelüberholmanöver von Alpine gegen George Russell. Super. Also endlich mal Ocon in einer guten Lage, wo er mal um richtig dicke Punkte kämpfen kann. Um den Sieg sogar. Um die Podiumsplätze. Also Ocon gefällt mir heute echt gut. Sehr starke Leistung vom Kollegen. Und jetzt gegen Hamilton. Boah, wir sind echt schnell unterwegs gerade. Mittlerweile die Soft wahrscheinlich nicht mehr im besten Zustand. Jetzt nah dran an Hamilton, da soll ich auf jeden Fall vorbei, weil sonst werde ich zu viel aufgehalten. Die Gerade ist lang genug mit Überholmodus und Windschatten DRS. Wir ziehen vorbei, übernehmen die Führung gegen Lewis Hamilton. Sehr starke Leistung, also von Platz 4 sind wir jetzt schon auf Platz 1 und Ocon ist auch schon knapp dahinter. Dem fehlt nicht viel, dann wäre der auch schon fast an Hamilton vorbei. Ey, diese komischen Quersteher in dieser Kurve, unglaublich. Ja, Hamilton kommt damit wieder vorbei. Echt ärgerlich, aber wir haben ja Windschatten hier. Und damit sollte man wieder vorbeiziehen können gegen Hamilton. Übernehmen wieder die Führung. Spät gebremst und damit sind wir Erster. Ocon auch nah dran jetzt. Irgendwie dann noch vorne bleiben mit Überholmodus. Das dürfte passen. Hamilton ist hinter uns. Ocon kommt an Hamilton vorbei und damit an uns vielleicht auch noch. Oh, das wird ganz schön eng gegen den Kollegen. Hier spät bremsen. Innen vorbei, innen durch und damit bleiben wir vorne. Ocon hat gerade voll viel Zeit verloren. Ich weiß nicht, was da los war. Wir müssen mal gucken. Okay, ja, okay. Das war meine Schuld. Ich habe ihn komplett den Weg abgeschnitten. Und damit verliert er sogar den Platz gegen Hamilton. Ocon fährt in die Boxengasse. Ich hoffe, er hat keinen Frontflügelschaden. Weil das wäre echt ärgerlich für ihn, wenn er da jetzt die Chance auf dem Podium verpasst. Weil wir ihm den Weg abgeschnitten haben. Das wäre echt dumm, weil ich habe halt wirklich dem wenig Platz gelassen, aber es fahren sowieso auch andere in die Boxengasse. Also ich denke mal nicht, dass er einen Frontflügelschaden hat. Der ist wahrscheinlich planmäßig rein. Ich glaube, wir gehen schon planmäßig auf die harten Reifen, weil sonst verliere ich zu viel Zeit mit dem Undercut von Hamilton. Jetzt wird es interessant, ob Hamilton vorbeikommt. Ich glaube mal schon, weil der war halt echt auf einer guten Outlap. Ocon genauso, der Teamkollege.
Oh ja, da kommen wir raus, hinter Ocon, hinter Hamilton und sogar ohne DRS. Ey, das ist echt scheiße. Yo, selbst Leclerc, der vorher 5 Sekunden weg war, ist plötzlich nur noch 1,6 hinter uns. Also irgendwas haben wir richtig falsch gemacht. Also wir und Russell haben sehr viel Zeit leider verloren. Verstappen ist auf einmal Fünfter, also der hat noch, glaube ich, ganz gute Chancen. Ja, Ocon kann ich, glaube ich, schon noch einholen. Da fehlt nicht viel, 1,2 Sekunden nur noch. Also da bin ich schon schneller. Aber Hamilton ist da vorne sehr, sehr schnell. Ja, jetzt zieht George Russell vorbei. Ach komm. Alter, wie schnell ist Russell? Der ist direkt eine Sekunde weg. Und jetzt schon fast an Ocon vorbeigezogen. Also der ist richtig schnell. Da hat er auch schon Ocon. Alter. Oh oh. Mit Russell. Oh, da kommen wir auch noch vorbei. Alter. Russell einfach von beiden wieder überholt worden. Das ist echt lächerlich. Also das DRS ist so stark hier bei der Strecke. Jetzt neue Chance gegen Esteban Ocon. Das sollte passen. Wir kommen wieder vorbei und übernehmen damit den zweiten Platz. Komm Ocon, schnapp dir selbst Windschatten von mir, dass Russell nicht vorbeizieht. Dürfte passen. Und Hamilton holen wir damit auch sogar wieder ein. Also schon krass, wie uns der gegenseitige Windschatten und das DRS uns immer hochzieht. Genau deshalb hat es ja im ersten Stint auch geklappt, dass wir plötzlich an Hamilton dran waren. Jetzt nur noch 1,3, Alter. Es ist so verrückt, wie schnell die da rankommen. Mit dem DRS bei der Strecke. Und jetzt sollte ich vielleicht auch DRS von Hamilton bekommen können. Da fehlt nicht viel. Die Sekunde, jetzt unter der Sekunde. Wo ist der Messpunkt? Ja, okay, ich glaube, der war genau kurz nachdem wir wieder über der Sekunde waren. Schade. Der Messpunkt ist irgendwo da hinten. Also könnte klappen. Komm, jetzt hier am Anfang gerade ist der Messpunkt. Und wir sind, glaube ich, nicht im DRS. Ey, das war so knapp. Ah, doch, wir haben DRS. Jawohl. Sehr schön. Ocon hat dafür aber nichts mehr. Schade. Damit dürfte wahrscheinlich Russell jetzt easy vorbeiziehen. Wir sind aber jetzt nah dran an Hamilton. Ja, Russell ist vorbei an Ocon und wir sind fast vorbei an Hamilton. Die Gerade ist noch nicht zu Ende. Wir ziehen links vorbei, aber Hamilton bremst doch noch ein bisschen später und damit bleibt er vorne. Aber ich denke, in den nächsten 3 Runden dürfte es eigentlich auch passen, weil die Reifen von ihm sind wahrscheinlich nicht mehr die allerbesten. Und auch verrückt, plötzlich Leclerc wieder 5 Sekunden hinter uns. Der war zwischenzeitlich 1,7 Sekunden nur noch hinter uns. Echt krass, wie stark die Rennpace immer schwankt. Komm schon, jetzt dürfte das passen. Wir sind nah genug dran an Hamilton. Nur noch 3 Zehntel und die Gerade kommt ja erst noch. Also das sollte locker passen, dass wir uns hier an Hamilton vorbeisetzen. Und damit übernehmen wir wieder die Führung. Das ist echt überraschend. Wir waren zwischendurch 3 Sekunden weg von Hamilton und sind damit wieder auf Platz 1. Sehr, sehr stark, jawohl. Also es könnte gut sein, dass sie wieder einmal die Mercedes besiegen heute. In Brasilien hat das geklappt, in Mexiko nicht, aber in der USA, in Austin auch schon mal und jetzt hier nochmal in Las Vegas. Ey, Hamilton zieht vorbei, aber ist mir egal an der Stelle. Komm, ich will DRS. Oh, oh, nee, da kommt Russell. Ey, das war eine dumme Entscheidung, aber egal. Ich glaube, wir haben DRS. Ja, wir haben es bekommen, aber damit ist Russell auch nochmal mit dabei. Ey, der Frontflügel ist aber kaputt, Alter. Ach Gott, das wird jetzt echt nochmal eng. Russell kommt auch an Hamilton vorbei, das kann nicht sein. Hamilton verliert beide Plätze in der vorletzten Runde und damit nur noch Dritter. Er hatte uns ganz kurz mit der Divebomb überholt. War aber echt ein komisches Manöver von Hamilton da an der Stelle. Statt die Gerade abzuwarten. Okay, wir haben eine Sekunde Vorsprung, komm. Max Verstappen ist aktuell Fünfter, also so viele Punkte macht Hamilton heute nicht gut, obwohl der in Führung war. Echt ärgerlich für ihn. Oh ne, jetzt wird es aber auch nochmal kritisch für uns. Russell hinter uns, Hamilton hinter uns. Klar, wir haben viel ERS, aber die Gerade ist halt so lang, da kann so viel passieren. Aber ich glaube, das passt. Wir haben 6 Zehntel Vorsprung und damit bleiben wir vorne. Sollte also passen nochmal hier die letzten paar Kurven. Hamilton ist nicht mehr vorbei an Russell. An deren Stelle würde ich aber Safety Team Order machen. Oh, dafür ist Leclerc aber an Verstappen wieder vorbei. Und damit kommen wir hier in die letzte Kurve nochmal auf Startziel. Und wir gewinnen den großen Preis von Las Vegas, Freunde. Sehr starkes Ding. Wieder mal beide Mercedes besiegt. Stark gemacht, obwohl wir nur Vierter in Qualifying waren. Beziehungsweise Fünfter. Und damit trotzdem den Sieg. Also echt super. War ein geiles Ding. Cooles Rennen. Hat echt Spaß gemacht. Vor allem gegen die Mercedes wieder mal echt verrückte DRS-Taktiken da. Mit der langen Geraden. Aber ja, hat geklappt am Ende. Ocon leider kein Podium, nur Vierter. Aber er war auch sehr, sehr schnell heute. Wir Erster, dann Russell, Hamilton, Ocon, Leclerc, Verstappen und bei der Fahrerwertung damit Hamilton 15 Punkte Vorsprung. Also es sieht schwierig aus für Verstappen. Es gibt nur noch ein Rennen. Nächste Folge in Abu Dhabi, das Saisonfinale. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von der heutigen Folge. Echt cool gewesen in Las Vegas. Wir haben jedes Wetter gesehen, gefühlt. Full Wet im Qualifying. Ein echt interessantes Rennen. Okay, was kommt denn jetzt schon, hä? Die Vertragsverlängerung.
Erinnerung kommt, irgendwie komischerweise. Das ist ein bisschen verwirrend, weil wir haben ja noch ein Rennen. Dann werde ich da nochmal ganz kurz reinschauen bei der Vertragserneuerung. Okay, komisch, vor dem letzten Rennen muss man das schon machen. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz anderes Team kontaktieren. Da sehen wir nochmal die ganzen Teams. Alpine das Beste, dann Red Bull, Mercedes, Ferrari. Und ich habe ja eigentlich überlegt, zu McLaren zu gehen, aber irgendwie haben die gar keine Fortschritte mehr gemacht, ist das Problem. Gute Frage. Also wenn ich weitermachen würde bei der Karriere, Mercedes hat halt echt das beste Auto aktuell. Und wäre halt auch mal was anderes, aber ich glaube, wir gehen einfach zu McLaren. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das letzte Rennen schon bei McLaren fahren muss. Wäre ja schon ein bisschen komisch. Wir gehen mal mittleres Risiko, aber ich bin mir wie gesagt selbst noch nicht sicher. Okay, Vertrag wurde unterschrieben. Ah, da habe ich jetzt aktuell ja kein Geld, was ich investieren kann. Ja, ich weiß jetzt... Hä? Okay, das ist irgendwie richtig dumm. Ich verstehe es echt nicht. Wieso sind wir jetzt vor dem letzten Grand Prix-Wochenende zu McLaren gewechselt? Naja, egal. Das Ding ist, Alpine ist jetzt sowas von weit vorne. Wir haben keine Chance mit McLaren, um den Sieg zu fahren. Aber echt bescheuert. Also, warum wechselt man vor dem letzten Saisonrennen? Und wir haben Piastri statt Norris. Ey, Digga, das ist ja echt bescheuert. Also, naja, egal. Keine Ahnung, ganz komischer Wechsel jetzt. Check's aber echt nicht, wieso die einfach jetzt erstmal nicht mal Norris behalten haben. Und die haben ja gefühlt gar keine Updates beim Motor, während Alpine so viele hat. Damit war es das mit der Folge. Komischer Wechsel jetzt plötzlich schon vor dem Saisonende. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Und ciao.